Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu meinem Heiler-Druiden-Guide. Im ersten Teil haben wir ja schon über die Talente gesprochen und über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Den Link zum ersten Teil packe ich euch auch nochmal mit in die Videobeschreibung. Heute zeige ich euch mal, wie man das Ganze im Kampf anwendet. Ich habe mich dafür für meine Standardvariante entschieden. Habe ich auch schon gesagt, dass es da verschiedene Varianten gibt. Ich spiele ganz gerne die hier. Ich mache jetzt mal einfach mal Feuerprobe Gold und dann könnt ihr euch das Ganze mal ansehen, wie das ausschaut. Also wie gesagt, ich fange erstmal an damit, den Tank schön voll zu heilen. Dann kann man hier das Erblühen auch zum Tank selber hinpacken. So, und dann passiert da erstmal so nichts. Ihr seht, das ist relativ simpel, da alles aufrecht zu erhalten. Es kommt hier noch, wie heißt die Fähigkeit? Ja, okay, dann sagt mir eben nicht. Ihr seht, hin und wieder kann ich auch nachwachsen. So anwenden, wollte denn gerade nicht sagen. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen was wegreinigen. So, hier habe ich habe ja auch schon davon gesprochen, dass es für Blühen noch andere Möglichkeiten gibt. Ihr seht, ich gehe jetzt hier gerade in so eine Art Camp mit ein paar anderen noch drinne und wir stehen jetzt hier im Erblühen drin und lassen uns von dem bisschen Gruppendamage, was da reinkommt, einfach mal von diesem kleinen Pilz heilen. So, und jetzt kann ich dann auch problemlos, ich muss es natürlich nicht auslaufen lassen, aber wenn dann der Gruppenschaden aufhört, kann ich es auch problemlos wieder zurückschicken. So, jetzt hole ich mir das wieder zurück. Vorsicht, sie graben sich ein, tauchen dann plötzlich unter einem neuen Ziel auf und beißen. Und dann ist hier in so kleinen Camps, das geht so bis zu die drei Verbündete, also wir haben hier genau die Nummer, die wir brauchen. Und damit kann man dann auch mal problemlos so schwacheren AOE-Schaden, der von den Gegnern da kommt, auffangen. Ist dann auch jetzt nicht irgendwie groß verschwendet oder falsch angewendet, wenn das jemand wissen will. Es ist halt einfach nur ein bisschen Umdenken. Und mal was anderes. Natürlich kann man eine Gruppe auch ganz normal über hier verjüngern und so heilen. Ich wollte damit nur mal was anderes demonstrieren. So, dann halt wie gesagt rasche Heilung. Ist halt so eine hübsche Burst-Heilung noch mit. Aber jetzt seht ihr hier Frühlingsblühen da auf dem Tank und der freut sich natürlich über jedes Quäntchen Heilung, was er kriegt. Versuchen wir den mal festzubinden. Sehr gut. Und dann auch immer schön das Reinigen von Debuffs nicht vergessen. So, den packen wir wieder hier hin. Den machen wir. So, jetzt kann ich auch mal ein bisschen die Schutzzauber zeigen. So, der wurde jetzt getroffen und wird jetzt von dem szenarischen Schutzzauber geheilt, der Tank. Alles wunderbar. So, aber die Schwarmsänger packen wir jetzt gerade ein bisschen ab. Eine neue Herausforderung. Illusionäre so, wenn jetzt so wie jetzt gerade klar wird, dass der Tank gleich eine Menge abbekommen wird, ist es halt immer ratsam, ganz klar natürlich Erblühen auf dem Tank zu halten. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich bin ein Wall aus Eisen,
aber ich kann nicht länger so, und jetzt kann ich hier über einfach ja meine regelmäßigen Heilungen eine ganze Menge Schaden abfangen. Das ist halt im Prinzip das ganze Kampfsystem oder Heilersystem, so kann man es ja auch sagen, des Heiler-Druiden. Einfach über regelmäßige Heilungen ja, die Gruppe heilen. So, ich spiele das auch zu Ende natürlich. So, jetzt haben wir hier wieder die Situation. Jetzt kann ich mich zum Beispiel auch mal hier in die Mitte stellen und dann Wildwuchs. Und hier mal zum Beispiel die Situation, dass jetzt mal Tank und Gruppe gleichermaßen viel abbekommen. Da empfehle ich dann immer fleißig Verjüngern zu verteilen. Und das hier wäre jetzt auch mal so eine Situation, wo man Gelassenheit einsetzen könnte, weil es kommt gerade viel rein. Und ihr seht, mit Gelassenheit kann man das dann auch problemlos auffangen. Das ist quasi so eure stärkste Gruppenheilung, die ihr habt. Deswegen würde ich euch auch wirklich empfehlen, die jetzt mit Bedacht einzusetzen. Und die nicht einfach irgendwie bei nächster Gelegenheit zu verschleudern. Da macht ihr euch auf Dauer nur das Leben selbst mit schwer. Dann natürlich auch immer hier, ich habe es ja bereits angesprochen, Baumrinde schützt euch nur selber. Machen wir jetzt einfach mal, da ja auf uns gerade fleißig Feuerbälle geworfen werden. Ganz kurz, auch wenn es jetzt gerade nicht so aussieht, als ob ich da in die Bredouille kommen würde. Wenn ihr Mana-Probleme bekommen solltet, habt ihr hier noch die Fähigkeit Anregen. Wenn ihr die anwendet, macht ihr 12 Sekunden lang alle möglichen Zauber, die ihr habt, ohne dafür Mana zu verbrauchen. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr nett. Aber ich kann nicht länger standhalten. So, jetzt mache ich auf dem noch einen Schutzzauber. Machen wir den Wildwuchs. Bisschen verjüngern, reinigen und dann haben wir das so im Griff. Das ist so das Schöne an diesem Heiler. Es braucht nicht viel. Ich kann mich hier auch mal ein bisschen bewegen, um mal das Thema Movement nochmal aufzugreifen. Ihr seht, ich kann hier komplett rumlaufen. Ich kann ohne Probleme die Gruppe heilen. Weshalb ich euch auch nochmal definitiv von diesen Movement-Talenten jetzt nicht die komplett schlecht reden will, aber dann doch euch den Tipp geben würde, das in andere Sachen zu investieren. Da habt ihr mehr von. So, jetzt kommt noch die finale Welle. Und dann haben wir das hier. So, jetzt mache ich mal die ganzen Schutzzauber hier noch auf den Tank. Das war eine falsche, jetzt habe ich einen richtigen. So, jetzt habe ich noch einen Tempo-Buff, der wirkt sich halt auch noch vorteilhaft mit auf meine Schutzzauber, auf meine regelmäßigen Zauber aus, die dadurch auch natürlich noch ein bisschen, man sieht gerade hier auch etwas schneller ticken als sonst. Dann
machen wir mal den Gruppendamage, schalten wir mal ab. So. Und ansonsten, wie gesagt, einfach mit der Kombi blühendes Leben, verjüngern, nachwachsen. Könnt ihr damit schon auch einen Tank oben halten, gebt dem noch ein bisschen Erblühen mit an die Hand. Erblühen kann man auch mit in die eigene Gruppe nehmen, wenn man da so verschiedene Gruppen hat. Eisenborke habe ich jetzt nicht benutzt, die benutze ich auch sehr selten, gebe ich persönlich zu. Ist halt ein Schutzzauber, 20% weniger Damage, was soll ich sagen? So, aber anregen kann ich gerne trotzdem nochmal demonstrieren. So, ihr seht gerade selbst, ich verbrauche kein Quäntchen Mana, egal was ich mache. So. Jetzt habt ihr das einmal gesehen, wie ihr das Ganze im Kampf anwenden könnt. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter zu verstehen, wie der Heiler-Druide funktioniert. Wie gesagt, erster Teil mit den Talenten unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen noch haben solltet, einfach auf meinen Discord-Server vorbeischauen. Auch da der Einladungslink in der Videobeschreibung. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.